Hallo meine lieben Horrorfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer neuen Folge Pneumata auf der PlayStation 5. Ja, es geht jetzt hier weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. So, und wir gehen jetzt einmal hier in dieses Zimmer hinein und schauen einmal hier nach einem geheimen Weg. So, hier haben wir ihn. Sehr gut. Diesen Durchgang hier haben wir ja geöffnet beim letzten Mal. Dadurch, dass wir ja dieses eine System da aktiviert hatten an dem einen Computer. So, einmal hier die Leiter runter. Und mal sehen, wo wir dann hier rauskommen. Wow! No! Na super. Also einen Weg zurück gibt's nun nicht mehr. Jesus. Ah, meine Hüfte. Ah, genau auf meine schöne Hüfte drauf geflogen. Okay, und das Spiel hat es jetzt hier immerhin einmal gespeichert. Das ist auf jeden Fall gut. Was haben wir denn hier? Das hier kann ich Warum kann ich hier eine Inspektion machen? Vielleicht kann man hiermit später noch interagieren. Wer weiß. Hier drüben ist auf jeden Fall ein Raum. Ich schätze mal, den kann man dann wahrscheinlich später irgendwie hier öffnen. Nur jetzt geht's halt noch nicht. Und hier? Der ist verschlossen von der anderen Seite. Gut, gehen wir mal hier lang. Hey, das sind Forscher, so wie es aussieht. Okay. Ein Ausgang. Im Archiv. Okay. Interessant. Gut, gucken wir mal hier weiter. Jawohl, jetzt geht das hier auf. Hier sind Bandagen. Und ich höre Feinde. Oh mein Gott, was geht los? Oh mein Gott, ein Anfall. Na super, das Wasser ist schuld. Ich hoffe, wir werden nicht auch noch so verrückt. Damn it, my head. Vielleicht läuft es darauf hinaus, dass es dann hier irgendwie auch noch eine Art Gegengift geben wird oder so. Irgendwas, was einem hilft, halt nicht so verrückt zu werden. So, und ich sehe gerade auf jeden Fall, ich hätte die Bratpfanne vielleicht einlagern sollen. Einfach wegen Inventarplatz und so halt. Da drüben ist ein Ventil, das brauchen wir wahrscheinlich. Ah! Alter, oh mein Gott! Alter, das Ding fällt nicht um. Oh mein Gott! Ey, Hilfe! So, was haben wir hier? Das Gebiet hier steht unter Quarantäne. Okay, deswegen wurde dann wahrscheinlich auch das Tor dort hinten zugemacht. Oh, und hier gibt es ganz schön viele Wege, so wie es aussieht. Wo geht denn das hier hin? Führt das vielleicht wieder in das Gebiet, wo wir hergekommen sind? Ne, wir sind in einem ganz neuen Bereich, okay. Ich denke, hier sehen wir uns dann später mal um. Ich denke, jetzt gucken wir erstmal hier unten noch weiter. Gut wäre es auch, wenn wir jetzt erstmal hier irgendwas finden würden, wie eine Art Speicherraum.
So, wir folgen mal der Markierung hier. Haben wir denn hier? Wir brauchen einen Schlüssel. Ja, den richtigen werden wir hier wohl kaum jetzt schon haben. Ne. War klar. Alter, die Anlage hier ist so groß. Something's missing. Okay. Und ich sehe jetzt schon hier, wo wir das Ventil hier brauchen, was wir vorhin gesehen haben. Gut, dann sollten wir uns jetzt mal bemühen, schnell an das Ventil ranzukommen. Und hier haben wir eine Zahl. 8701. Hier ist noch ein Schlüssel. Interessant. Gut, das einmal hier nach drüben kurz. Moment. Das war falsch. So. Dann das noch mit hier nach drüben. Das hier einmal splitten und auch noch mit hier rüber. Wunderbar. Dann das Messer auch noch weg. Gut. Hier jetzt einmal speichern. Gut, dann weiß ich jetzt auf jeden Fall, wo wir jetzt hin machen. Ja, und am liebsten möchte ich mir hier gerade diese Zahl aufschreiben. Hier haben wir noch einen Durchgang. Und hier geht es mit einer Leiter nach oben. Was haben wir hier? Hier brauche ich vielleicht die Nummer. Ja. Sehr gut. Boah, Hilfe. Hier ist es aber richtig dunkel. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Das gefällt mir jetzt gerade wirklich überhaupt nicht. So, ganz kurz die Sache mal auf andere Tasten setzen. So. Waren wir hier schon? Nee. Hier waren wir noch nicht. Oh mein Gott, da kommt was, da kommt was, da kommt was! Oh mein Gott! Was geht ab? Wie viele sind denn das? Alter, das sind zu viele. Bei so vielen Gegnern hätte ich jetzt gerade am liebsten hier eine Maschinenpistole. Mal sehen, ob es in Zukunft mal hier noch eine andere Schusswaffe gibt. Jetzt in letzter Zeit finden wir immer nur neue Nahkampfwaffen. Und hier ist schon wieder so ein Speicherraum. Alter, und die Geräusche hier machen mich gerade fertig. Ich glaube, ich muss die Shotgun in die Hand nehmen. Hat zwar immer nur zwei Schuss, aber mit der Shotgun fühle ich mich wohler. Mit der fühle ich mich einfach wesentlich sicherer hier. Hier geht's nicht weiter.
Okay, Schlüssel nutzen. Hi, kenne ich dich? Glaube nicht. Moment. Bam. Sehr gut. Da hinten ist auch noch einer. Wo rennt der hin? Komischer Kauz. Hey, was haben wir denn hier? Ein Schloss. Moment, zack. Jawohl, offen ist es. Ja, und hier unten kann man sich auf jeden Fall schnell verlaufen, so viel ist sicher. Was ist denn das? Das war die Tür, die ist zugegangen, okay. Ich dachte gerade, hier kommt irgendwas angerannt oder so. Ich glaube, dann hätte ich geschrien. Und hier vorne ist eine Sackgasse. Also da geht es offenbar gar nicht weiter. Gut, gucken wir mal weiter hier lang. Hi. Nachladen. Komm, lauf. Ah, okay, und ich habe eine neue Schwachstelle von denen jetzt hier eben entdeckt. Auf diese komischen, ja, Blasen am Bauch feuern. Dann gehen die scheinbar schneller weg. Oh mein Gott, Hilfe! Nimm das. Sehr gut. Das werden wir öffnen. Oh nein, Hilfe! Hinter mir! Was ist das für ein Weg? Eine Bunkertür. Hey, das ist eine Abkürzung hier, so wie es aussieht jetzt. Ja, sehr schön. Sehr gut, dass wir wieder mal eine Abkürzung freigeschaltet haben. Oh mein Gott, Hilfe, da kommt zu nah. Ja, und die Munition für die Shotgun und für die Pistole geht langsam aus. Das ist so gar nicht gut. Das ist richtig schlecht gerade hier. Ich muss hoffen, hier gibt es gleich mal wieder ein bisschen was an Munition. So, jetzt weiß ich, wo wir hier sind, oder? Ne, irgendwie nicht. Ich muss gestehen, ich habe mich ein bisschen verlaufen vielleicht. Mal ganz kurz was gucken. Ne. Storage Area. Okay, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Alles klar. Dann muss ich mal ganz kurz hier ein Stückchen zurückgehen. Und von hier aus hat man irgendwo das Ventil gesehen. Da.
Das Ventil ist hier genau auf dieser anderen Seite. So, dann hier rum. Hier jetzt den Schlüssel nehmen, den wir eben gefunden hatten. Jawohl, Ventil haben wir jetzt. Nochmal ein bisschen Stoff auch mitgefunden. Something's missing. Jawohl, so muss das. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was geht denn ab? Was geht denn ab? Weich von mir. Geh weg. Wow, gibt's hier drin nicht noch mehr? Nö. Nee. So wie es aussieht, war's das. Schade. So, wie sieht's mit meiner Gesundheit aus? 69%. Ja, das geht eigentlich noch, aber eine Bandage wäre eigentlich schon gut, wenn ich mir gleich mal eine rumhauen würde. Mal gucken. Wir laufen erstmal noch ein bisschen so weiter. Ich will dann gleich noch mal in diese obere Ebene gehen, wo wir eben mal ganz kurz waren. Was geht denn jetzt hier ab? Okay. Aufpassen. Ich denke, hier gehen wir jetzt einmal runter. Boah, man hört überall diese Geräusche. Na super. Jetzt wünschte ich mir, es gäbe hier was wie eine Splittergranate oder so. Da machen wir mal lieber noch nicht lang. Aber so wie ich ja das Spiel kenne, müssen wir dort lang gleich. Am besten wäre es natürlich, wenn man jetzt sagen könnte, ja, kommt, wir fluten diesen Bereich erstmal, damit halt die Gegner dann weg sind. Hier ist wieder so ein Rohr. Und hier ist noch so ein Ding zum Öffnen. Okay, mal sehen. Jawohl, Munition. Sehr gut. Immerhin noch mal ein bisschen Muni jetzt hier. Wie sieht es mit der Shotgun aus? Ja, die Munition da sparen wir, denke ich. Die nehmen wir jetzt, denke ich, nicht noch mal so schnell. Guck, guck. Und du hier bleibst liegen, okay? Guter Mann. Ja, wir werden wahrscheinlich jetzt diesem Schlauch hier folgen müssen. Darauf läuft es auf jeden Fall hinaus, so wie es aussieht. Ja, dann gehen wir jetzt in diesen unteren Bereich. Wäre nur etwas schön, wenn es jetzt noch mal ein bisschen Munition wenigstens hier gegeben hätte. Ist natürlich auch immer so mit abhängig, ja, davon, wie viel die Gegner aushalten. Ja, manchmal fallen die auch recht schnell um. Dann würde die Munition jetzt natürlich klar gehen, so von der Anzahl her. Wird nur etwas schwierig, wenn jetzt auf einmal gleich viele auf mich losgerannt kommen. Ich muss mal was testen. Kann man den Tank hochjagen? Ich habe das zwar schon mehrfach getestet, aber bisher hat sich da leider nie was getan. Ne, da hat er überhaupt keine Hitbox. Schade. Schade, dass sowas die Entwickler nicht mit eingebaut haben. So, Headshot. Und nochmal. Jetzt bei dir das Gleiche machen. Und warum laufen die nicht los, wenn ich auf die schieße?
Feinde hier sind gerade sehr eigenartig. Aber nun gut, ich will mich nicht an den beschweren. Ich will mich nicht beschweren jetzt hier. Ich kann froh sein, dass die jetzt gerade überhaupt so locker flockig hier weggehen. Vielleicht können die sich auch nicht bewegen wegen irgendeiner Flüssigkeit hier im Wasser. Kann ja auch sein. Weil das Wasser hier sieht nicht gesund aus. Ja, ich glaube, ich darf vielleicht auch gar nicht ins Wasser reingehen. Wenn ich mir das hier so ansehe. Ja, dann habe ich natürlich jetzt umsonst Munition verschossen. Mal kurz testen. Passiert was, wenn ich hier reingehe in die Brühe? Nee, passieren tut da nichts. Gibt es hier irgendwas zum Mitnehmen? Auch nicht der Fall. Und hier bei der Brühe? Da passiert auch nichts. Alter, what? Hilfe? Ja, und jetzt stelle ich mir gerade die Frage, wie komme ich denn hier wieder hoch? Wenn ich hier einmal in der Brühe drin bin. Kann meine Figur irgendwie springen? Das habe ich noch nie rausgefunden. Was mich halt auch nie irgendwie interessiert hat, ob der springen kann oder nicht. Oh mein Gott, Alter, was geht denn jetzt ab? Oh mein Gott, 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 oh mein Gott! Hier lang. Und hier rein. Nimm die Schotti. Bam! Jawohl. Nein, nochmal. Da kommt was. Ich sehe seine schmalen Arme. Guck, guck. Hier, nimm das Rohr. Komm. Sehr schön. So, jetzt einmal hier rüber auf die andere Seite. Und hier gucken bei der Tür. Okay, die geht das gar nicht auf. Und hier sind wir hier reingekommen. Okay. Gucken wir mal hier lang. Zu. Da ist wieder ein Besucher. Der ein Rohr abbekommen will. Folgen wir mal jetzt dem Weg hier. Bam! Ich glaube tatsächlich auch, dass dieser Weg hier zusammenhängt mit dem anderen von vorhin. Ja. Mal kurz gucken. Nee. Hier kommt mal wieder eine ganz neue Area. So wie es aussieht. Oder? Nee, das hängt auch wieder hier zusammen. Alles klar. Gut zu wissen. Bandage rum. Hier geht eine Leiter nach oben, okay. Gucken wir gleich mal. Nee, gucken wir direkt. Weil andere Wege gibt es scheinbar gar nicht. Jawohl. Komm.
Ha, geht nicht an, schade. Hier ist wohl kein Strom drauf. Wo wär's denn das? Is this some fucking game to you? What the hell do you want from me? Ich glaube, das ist der LKW-Fahrer. Oder dieser Doktor. Okay, und wir müssen sorgen dafür, dass dieser Bereich hier geflutet wird, damit es ja weitergeht. Ja, und hier sind überall so Benzinkanister. Das gefällt mir nicht. Ich weiß nicht. Mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass diese Benzinkanister ja noch in Einsatz kommen werden. Bereich fluten, ja, aber wie? Hier muss es irgendwo noch mal eine Art Ventil geben. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier in altbekannten Umgebungen wieder. Ich glaube, ich habe noch mal eine Idee, wo man noch hingehen könnte. Wir hatten noch eine andere Treppe gesehen, wo es auch noch mal in so eine obere Ebene geht. Da müsste man mal gucken, denke ich. Und einmal noch mal kurz hier runter. Kurz was gucken. Und jetzt noch mal ganz kurz dieser ganzen Verbindung hier folgen. Die endet hier. Und geht hier rein. Power Station. Hier kann man aber auf jeden Fall nichts machen. Ja, und ich habe jetzt gerade hier noch mal einen kleinen Schlürfer gehört. Ja. Wenn hier natürlich noch irgendwo Feinde sind, dann bedeutet das natürlich auch, dass da ein Bereich ist, wo wir noch nicht waren. Gut, gehen wir nochmal hier kurz durch. Oh, Kuckuck! Grüß dich! Die Blase muss platzen, los! Komm schon! Na los, die Blase muss platzen! Jawoll! Kleinen Beutelchen, die so am Hals haben oder auch manchmal am Bauch, sehen irgendwie echt eklig aus. Das wirkt wie so eine Art Riesenpickel. Meine liebe Verbindung, ich werde dich irgendwie ankriegen. Ja, und eigentlich, wenn unsere Spielfigur schlau wäre, könnte man hier drüber steigen und dann da drüber. Aber nur gut, unsere Spielfigur ist nicht sonderlich schlau. Aber wäre ich eher, ich würde sagen, komm, hier drauf, hier so rüber gehen, und dann ist er ja schon da drüben. Dann müsste er jetzt hier nicht noch extra irgendwie das ganze Zeug anschalten. Aber nun gut. Er hat lieber ein bisschen mehr zu tun. Sei ihm gegönnt. Wichtig ist, dass es ihn erfüllt. Okay, und das sieht doch jetzt hier gut aus. Hier sind wir, denke ich, richtig. Ich gehe nochmal ganz kurz hier hoch und check das hier oben ab. Hier ist auch wieder so eine Art Generatorraum. Ja, und hoffentlich mit etwas Munition. Ne, leider nicht. Schade. Aber ein Speicherraum. Ahoi, sehr gut. Ein Speicherraum ist auch gut. Ist auch immer sehr gern gesehen, ja.
Gut. Gehen wir mal wieder zurück. Hier gibt es sonst nichts Interessantes, jetzt mal so wie es scheint. Wir gehen dann jetzt wieder in diesen Raum mit diesen Wasserpumpen und so. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon guten Fortschritt gemacht in dieser Folge. Also ich bin damit schon mal sehr zufrieden. So, haben wir hier runter. Was gibt's denn hier hinten? Ach, dich kenne ich ja noch. Ja. Den kennen wir noch. Ja, dann waren wir jetzt, glaube ich, doch hier schon in jedem Gelände. Ja. Wir sind dann jetzt eigentlich überall hier schon hingegangen. Dann gehe ich mal ganz kurz hier rein. Water Treatment B. Gut, sind hier manchmal irgendwo Buchstaben drin zufällig in der Umgebung? Dann haben wir A ja jetzt vorhin hier aktiviert. Steht hier irgendwo B? Müssen wir mal kurz gucken. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man dann irgendwo nochmal hier ein Ventil vielleicht braucht. Hier hoch müssen wir, denke ich. Aua! Alter! Erschreck mich nicht so. Ja, aber dort hoch, denke ich, müssen wir. Das sieht jetzt gut aus, ja. Denke, hier sind wir sowas von richtig. Komm, froh ins Gesicht. Jawoll. So. Ja, neues Gebiet. Hier waren wir noch nicht. Dann gibt's hier das entscheidende Ding. Da unten ist der Bereich, den wir dann, schätze ich mal, fluten müssen. Ja. Oh, was wir sehen jetzt? Da ist ein Ventil. Alles klar. Wir sind jetzt durch hoch. Na super, ein großer Mann. Ein großer, dicker Mann. Die dicken Männer sind immer die gefährlichsten. Weil sie platzen. Hilfe! Bitte nicht platzen. Nicht platzen! Er wird platzen. Und mich vollspritzen. Ich sehe es doch schon kommen. Ich will nicht vollgespritzt werden. Hier, nimm das Rohr. Hau Platz nicht, wenn ich an dir bin. Aua. Aua. Er ist geplatzt. Und hat mich vollgespritzt, natürlich. Ach. Diese Schmerzen. Alles tut weh. Immerhin kann ich aber jetzt hier nochmal alles sichern. Wo ist das für ein Computer? Okay, an dem kann ich leider nichts machen. Kann ich hier was runterschießen? Mal kurz gucken. Ich glaube, hier irgendwie über das Rohr laufen. Oder? Moment. Muss gerade mal was gucken. Jawohl, das klappt. Jetzt ist das Ding hier runtergefahren. Das Ventil, was wir brauchen.
Jetzt muss ich nur noch mal eine Etage weiter nach unten. Ich hoffe, dass ich mich da jetzt hier auf dem richtigen Weg befinde. Mal kurz gucken. Ist das hier schon wieder so eine Abkürzung? Das muss wenn dann eigentlich eine neue sein. Eigentlich kann das nämlich jetzt hier gar kein altbekanntes Gebiet sein, weil wir überall eigentlich alle Feinde immer weggemacht haben. Okay, und hier habe ich jetzt leider nicht so einen Dietrich. Sehr schade. So, nochmal gucken. Hier ist das Ding runtergefahren. Gut. Von wo bin ich gekommen? Von hier hinten aus, oder? Ja, von dort hinten aus. Dann hier lang. Dann denke ich, geht's hier irgendwo nach unten. Hier ist wieder eine Leiter nach oben. Wäre ich da wohl auch noch dorthin gekommen, wo das Ventil war? Ne, es sieht nicht danach aus, aber es sieht so aus, ob ich hier mit. Ah, okay, ich weiß, wo wir sind. Alles klar. Dort, wo die Leiter abgebrochen ist, sind wir jetzt gerade. Alles klar, verstehe. Ja, und ich verirre mich hier gerade gefühlt überall. Gut, und dann haben wir jetzt hier hinten nochmal eine neue Abkürzung freigeschaltet. Mit der wir dann schneller wieder dort hochkommen. Zu dem Bereich, wo das Ventil ran muss, ja? Aber erstmal brauche ich das Ventil. Das ist das Belastende. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich müsste vielleicht nochmal zu diesem einen Weg hin, wo der gelbe Schlauch war. Dort müsste ich wahrscheinlich nochmal lang gehen, um hier runter zu kommen. Ist zumindest so meine Vermutung. Kurz mal hier runter gucken. Nee, ich weiß. Ich weiß es jetzt alles. Ja. Okay, okay, okay. Ich liege richtig. Ich muss jetzt nochmal dorthin, wo der gelbe Schlauch war. Gelber Schlauch, ich komme. Einmal hier schön lang flitzen. Hier ist er, der gelbe Schlauch. Der geht hier lang. Und wo geht er in die Brühe rein? Hier. Alles klar. Und dann muss hier hinten jetzt dieser Raum sein. Knüppel lieber nochmal in die Hand nehmen. Weil man weiß ja nie. Und das muss irgendwo in dieser Richtung hier dann jetzt eigentlich liegen. Hier kann man drüber steigen, okay. Alter, was ist da für eine Ecke? Alter! Thomas has kept me in the loop on the status of the first set of specimens. Sehr geil. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Eine Maschinenpistole.
Und hier ist ein Gesundheitsserum. Das hört sich sehr, sehr interessant an, ja. Und ich will die Maschinenpistole austesten. Mein Gefühl sagt mir auch, das wird gleich auch geschehen, dass ich das hier irgendwo austesten kann. Und ich muss gerade gucken, passt das Ventil rein? Ja, sehr gut. Wunderbar. Dann jetzt nur noch nach oben wieder. Nein. Die Tür geht zu. Ach, die soll auch zugehen. Okay, gut. Ich dachte gerade, ich werde jetzt irgendwie eingeschlossen oder so. So, jetzt ganz fix hier raus. Ich fühle mich jetzt gerade ganz unsicher hier. Weil ich glaube halt, dass das hier nicht umsonst rumlag, jetzt mit der Maschinenpistole, ja. Mich würde es jetzt nicht überraschen, wenn hier irgendwas Neues, Großes kommen würde oder irgendwie eine Horde zumindest an Feinden. Ich würde sagen, das mit dem Ventil machen wir jetzt auf jeden Fall noch in dieser Folge. Mit der Platzierung davon und so. Hier nochmal reingucken. Hier geht's zu dem ersten Ding, ja. Wir wollen aber zum zweiten. Aber nun gut, wenn ich beim ersten bin, dann habe ich auch eigentlich wieder eine bessere Orientierung. Von daher passt das schon. So, Ventil 1 war hier. Dann hier lang. Hier ist eine Leiter nach oben. Dann müsste hier gleich irgendwo die kaputte Leiter kommen. Na, wo haben wir die Ecke? Hier vorne rechts, glaube ich. Ja, hier ist die. Da muss ich hier nur noch weiter lang gehen. Und hier Ventil ran. Jawohl. Something's missing. Haben's. Jetzt erhöht sich hier der Wasserspiegel! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Alter, wo kommt die denn auf einmal her? Oh mein Gott, Alter! Alter! Was geht denn ab? Ich glaube, ich komme auf meinem Leben nicht mehr klar. Kommen die mit in den Speicherraum oder bin ich dort sicher? Noch nie getestet. Okay, die kommen nicht mit in den Speicherraum. Gut. Dann speichern wir jetzt hier. Und machen hier Schluss, Leute. Lasst ein Däumchen da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi.